Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Lexem scheint doch nicht ganz so verwirrt und schlaftrunken zu sein, wie es am Anfang den Anschein machte, zumindest wie sie den Anschein machen wollte. Vielleicht hat sie sich ja verstellt. Sie hat uns hier knallhart in einer Falle geführt, gegen einen Havoc und gegen vorbereitete Truppen der schlaflosen Kämpfer, so muss man es schon bezeichnen. Gott sei Dank konnten wir diese besiegen und nun werden wir Lexem zur Rede stellen und ich kann mir kaum eine Konstellation vorstellen, wo sie jetzt nicht sterben wird. Das werden wir ihr sicher nicht verzeihen. Ein Nachtrag noch zum letzten Mal. Ich habe ja diesen Kristall angelegt oder was auch immer das ist von dem Havoc und habe da irgendwie ein bisschen Quatsch erzählt, glaube ich. Ich hatte gesagt, dass Waldo ja selten Wunden bekommt, deswegen ist das nicht so problematisch. Es geht ja hier vor allem darum, ob er Gesundheit verliert. Dann ist das ja ein Problem, nicht ob er Wunden bekommt. Er verliert durchaus schon mal Gesundheit, das haben wir öfter erlebt, aber ich denke, es ist mal ein Versuch wert, das einzusetzen, weil plus 25% Schaden ist für ihn als Schadensmagier natürlich eine super Stärkung. Also lassen wir das mal. Aber jetzt erstmal Lexem. Du hast überlebt. Ich hatte nicht erwartet. Lexem richtet ihren Blick auf den Boden. Du hast mich bewusst in eine Falle gelockt. Erkläre dich. Verzeih. Viele sind hierher gekommen, um uns oder Riffkralle zu schaden. Die Geister scheinen uns Schlaflosen dagegen nicht zu schaden und ich musste Riffkralle und die anderen Schlaflosen beschützen und dennoch bin ich dir nicht gewachsen. Deshalb schien es mir, das Beste zu sein, was ich getan habe, ist unverzeihlich. Was ist dir mehr wert, die Bewahrung deiner Chroniken oder der Schutz der Tierfrau, die dein Leben ruiniert hat? Sie stößt ein langes, niedergeschlagenes Seufzen aus. Ich kann nicht von dir Hilfe erwarten, während ich mich deinen Wünschen verweigere. Okay, ha, wir haben den anderen Fackelschlüssel. Sehr schön. Sie befindet sich in einer Kammer im Osten. Du wirst das hier benötigen. Mit zittriger Hand übergibt sie dir einen Fackelschlüssel. So, sie muss trotzdem sterben. Das ist ja mal nun klar, oder? Egal, ob sie uns freiwillig den Schlüssel gegeben hat. Die Augen der weisen Lexem werden matt, als sie einen kurzzeitigen Aussetzer hat. Mit einem Lächeln, das auf Erinnerung schließen lässt, kommt sie wieder in die Gegenwart zurück. Ja, Schicksalsbinder? Wir können sie jetzt nicht töten, trotz dieser Aktion. Wie bitte? Erzähl mir etwas über dich, sagen wir mal. Ein langweiligeres Gesprächsthema als mich fällt mir zwar nicht ein, aber wenn du Fragen hast, dann nur zu. Okay, das ist insofern schon mal interessant, was sie jetzt hier alles zu sagen hat. Wie bist du von der Vellum-Zitadelle an diesen Ort gelangt? Ich habe es auf mich genommen, für die Chronik so viel wie möglich vom Krieg aufzuzeichnen. Dies führte mich schnell zur Schlussfolgerung, dass die Vellum-Zitadelle früher oder später fallen würde. Deswegen spannte ich Mel für meinen Plan ein, so viel von der Chronik wie möglich aus der Zitadelle hinauszuschleppen. Von Rostroms Bollwerk wusste ich aus meiner Zeit als Chronistin der Bastardstufeninvasion. Ich überlegte mir, ob ich sein Anwesen nicht als Versteck für unsere Schriften nutzen sollte und, nun ja, ich fand heraus, dass Kern die Festung zerschmettert hatte, dadurch aber einen Tunnel in die alten Mauern geschaffen hatte. Da auf der Oberfläche der Krieg tobte, schien mir nie die richtige Zeit zum Gehen gekommen zu sein. Was war deine Rolle bei den Weisen? Ich gab mich bereitwillig der unmöglichen Geschichtsaufzeichnung hin oder der Chronik, wie sie außerhalb unserer Schule bezeichnet wird. Ich beabsichtige in meinem Leben alles, das ich selbst erlebe, mit der höchstmöglichen Präzision, Genauigkeit und Lesbarkeit zu vermerken. Genauer gesagt habe ich versucht, mich auf die reichsspezifischen Ereignisse zu konzentrieren. Es gibt zwar auch Platz für Abbildungen von Blumen und Biografien niederer Bauern, aber solche Dinge überlasse ich anderen Chronisten. Lexem und ich haben Jahrzehnte mit Beiträgen für die Chronik verbracht. An einigen Texten haben wir damals sogar gemeinsam geschrieben, sagt Lantry. Die Roggenstudie war mit Abstand der beste Text. Ganz Terratus musste dringend erfahren, welche Destillerie in Ardent den stärksten Fusel brannte. Die Arbeit von uns Weisen ist schon sehr wichtig. Oh toll, was haben wir da jetzt für die Chroniken auf uns genommen? Ob die wirklich so wichtig sind? Warum bist du hier in Bastardwunde geblieben?
Anfangs dachte ein Teil von mir wirklich, dass es in den alten Mauern sicherer als im Krieg wäre. Als Riffkralle, Wedelstab, Jaspers und die anderen zusammenarbeiteten, war das Leben in der Wunde tatsächlich ziemlich angenehm. Ich will auch nicht abstreiten, dass ich schon immer von der Erkundung der Altmauern geträumt hatte, und da auch ich nicht jünger werde, das hier schien mir der richtige Ort für eine Gelehrte zum Verfassen ihrer letzten Kapitel zu sein. Dein Zustand als Schlaflose interessiert mich. Mich auch. Es ist wirklich eine merkwürdige Erkrankung und noch dazu eine, die ich nur teilweise verstehe. Wie der Name schon nahelegt, habe ich seit mehreren Spannen nicht mehr geschlafen. Noch beunruhigender für mich ist, dass meine magischen Fähigkeiten zu schwinden scheinen. Ich kann die Sigille noch mit den Händen zeichnen, aber sie haben keine magischen Effekte mehr. Wie bist du zu einer Schlaflosen geworden? Wie wir alle, durch die Heilkraft von Riffkralle. Es geschah, als dieser Ort hier von einer Gruppe Geschmähter gefunden wurde. Ich wurde im Kampf verletzt und da noch keiner von uns davon wusste, welche Konsequenzen Riffkralles magische Berührung hatte, ließ ich mich natürlich von ihr heilen. Mich auch. Es ist wirklich eine merkwürdige Erkrankung. Ach so, das wiederholt sie einfach nochmal, das kennen wir schon. Warum sind die Schlaflosen in die Altmauern gegangen? Nicht, dass wir alle kohärent genug wären, um unsere Gefühle mitzuteilen, aber ich und die anderen Schlaflosen fühlen uns in Riffkralles Nähe etwas besser, als wenn wir ihr fernbleiben. Sie zuckt träge lächelnd mit den Schultern. Niemand von uns wollte für die Leute oben eine Belastung darstellen, und es machte für uns einfach Sinn, ihr in die Tiefe zu folgen. Leider scheint Riffkralle unseren Anblick aufgrund ihrer Trauer nicht ausstehen zu können. Eine Schande. Gibt es eine Möglichkeit, deinen Zustand umzukehren? Das weiß nur Riffkralle oder Kyros. Ich schwanke dazwischen, optimistisch zu sein und solch schmerzvolle Tagträume zur Seite zu wischen. Als sich ihr Gesicht unbehaglich verzerrt, verfällt sie in Schweigen. Hoffnung kann etwas Schmerzhaftes sein. Du gestehst immerhin ein, dass du nicht du selbst bist. Bist du sicher, dass du deine Sigille nicht vergessen hast? Selbst die kleinste Abweichung kann das korrekte Wirken stören. Ich glaube auch, es läge nur daran, ich glaubte auch. Der Schlafmangel schien meinen Verstand zum Hauptverdächtigen zu machen. Ich ließ mir von Mel meine alten Schriftrollen vorlesen und mir die Bewegungen zeigen. Vergeblich. Ich führe die Gesten alle korrekt aus, doch wenn ich die Macht der alten Archonten anzapfen will, geschieht nichts. Deine Magie ist, sie ist völlig verschwunden? Lantry lässt die Schultern hängen und schüttelt seufzend den Kopf. Aber du warst ein Phänomen. Ohne deine Führung hätte ich die Hälfte meiner Sigille niemals gemeistert. Und das ist alles weg? Vielleicht musst du dich einfach nur ein bisschen ausruhen. Vielleicht würde das deinen Verstand wieder in Ordnung bringen. Tja, ausruhen geht wohl irgendwie nicht, ne? Ist das Verschwinden deiner Magie zur selben Zeit aufgetreten wie die Schlaflosigkeit? Wenn ich mich recht erinnere, ist mir einige Tage, nachdem ich geheilt worden war, erstmals aufgefallen, dass meine Magie nicht wie gewohnt wirkt. Es war ein Schock. Ich habe mich jahrzehntelang auf meine Magie verlassen. Ohne sie fühle ich mich so wehrlos wie ein neugeborener Welpe. Wie konntest du ohne deine Magie so lange hier unten überleben, wo es von Geistern nur so wimmelt? Du glaubst vielleicht, dass ich lüge, doch ich stehe hier als Beweis. Ich weiß nicht, woran es liegt, doch die Geister scheinen mich nicht zu bemerken, und mir ist, als hätte ich die Geister noch nie auf einen der Schlaflosen reagieren sehen, seit ich hier bin. Vielleicht sind wir selbst für sie zu verdorben. Ich habe folgende Theorie. Was auch immer Riffkralle getan hat, um unseren Verstand zu beschädigen, es hat uns für die Geister unappetitlich oder giftig gemacht. Wir sind einst köstliche Leckerbissen, die in Dung gerollt wurden. Ich kann also nicht sagen, warum. Ich kann nur sagen, dass ich seit Wochen hier bin, seit einer Spanne. Sehr lange schon, und die Geister haben mich die ganze Zeit über ignoriert. So, mehr können wir nicht bereden. Aber es frustriert mich zutiefst, dass ich jetzt hier kein Urteil vollstrecken kann. Kann ich das, indem ich sie einfach aktiv angreife, indem ich zum Beispiel irgendeinen Feuerzauber auf sie mache? Sie muss sterben.
Geht nicht. Okay. Wirkt nicht, weil sie nicht feindlich ist. Na toll, Leute. Ernsthaft. Also, gut, sie hat uns den Schlüssel friedlich gegeben, aber es muss mir doch dennoch die Möglichkeit eröffnet sein, sie umzubringen für das, was sie getan hat. Das finde ich jetzt etwas enttäuschend. Aber ihr habt es gesehen, ich habe es versucht. Wir können diese offenbar nicht nutzen. Die wurden jetzt hier nur verwendet, um hierher zu kommen. Hm. So, und sie hatte gesagt, einen Raum im Osten. Naja, wartet mal. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. War hier nicht... Ich hätte doch gesagt, irgendwo ist noch ein Raum offen. Ja, hier. Das wird nicht, aber nicht das sein, was gemeint war. Hier ist auch noch was möglich. Das könnte es vielleicht auch sein. Naja. Ein paar Optionen haben wir noch. So. Ich meine, wenn wir das hier einsetzen, den neuen, bleibt das zwar aktiv, aber das Ganze ist ja schon geöffnet. Hilft uns also nicht. Doch, wir können jetzt diesen Raum öffnen. Okay, da wird sie vermutlich sein. Das will ich jetzt noch mal ein bisschen hinauszögern. Ich will jetzt erst noch mal die anderen Optionen prüfen, denn hier gab es auch noch einen Weg, der noch verschlossen war, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Dieser Raum hier. Der muss auch noch irgendwie aufgehen. Wir nehmen mal den neuen. Ja, tatsächlich. Und damit können wir ihn auch öffnen. Ich speichere mal sicherheitshalber. Ich sehe schon Geister, die da kommen mögen. Ja, ach so, und wisst ihr was? Wir haben noch gar nicht geguckt. Sie hat uns ja was gegeben, wo die Pergament, also wo wir sehen, wo sich die Orte der Pergamente befinden. Ne? Wo ist denn das jetzt hier? Einfache Karte? Nee, das ist das nicht. Das ist das auch nicht. Sendschreiben, Agentenberichte. Das ist ein Sigil. Turm des Sonnenuntergangs. Okay, das ist, glaube ich, gar kein physisches Objekt, sondern das ist vermutlich, wenn wir jetzt an so einem Geröll vorbeikommen, dann enttarnt sich uns das Ganze. Das heißt, im Zweifelsfall müssen wir nochmal durch die ganzen Altmauern stratzen, um das zu finden. Ist vorstellbar. Okay, hier kommen die Geister. Wir werden mal Lantry bitten, hier einmal kurz die Trübe auf ihn zu machen. Und du machst mal... Nee... So, dann hat er schon mal die Trübe und wir öffnen jetzt den Schrank und da kommen damit sicher die Geister raus, auch wenn da nur Met und Käse ist. Ja, da haben wir sie. Mal gucken, was da kommt. Zweimal die Plagen, aber das sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr für uns sein, zumal wir jetzt mit Eis hier sehr gut wirken können. Geht mal gegen die vor, schlagen ins Eisen, du machst eine Fehlung und du haust jetzt erstmal... Ein Rauchreif. Stachel hier rein. Das war's. Dann kommt der Eiszapfensturm hinterher. Verängstigt sind wir noch. Was? Der Sturm ist nicht durchgezogen worden. Aber jetzt. So, Nummer 1 tot. Kommt noch Nummer 2. Ah, das war schon. Gut. Da haben wir noch ein Geheimnis. Und zwar ein bronzener Dolch. Den kennen wir aber schon. Ja, das ist genau das identische Ding, was sie da auch in der Hand hat. Und jetzt vergleiche ich das mal mit dem eisernen Katar, den wir ausgerüstet haben. Der plus 8 Genauigkeit... Aber minus 6 Rüstungsdurchdringung. Hm.
Ach, ich weiß nicht genau. Ich glaube, wir lassen das mal. Lassen wir ihm das, was er da anhat, ist in Ordnung. So, hier ist also kein Geröll. So weit, so gut. Das heißt, wir können hier erstmal zurück. Bin ich jetzt hier richtig? Ja. Gab es dahin? Da gab es auch noch einen Raum. Ja. Gehen jetzt erstmal die Nebenräume durch. Oder möglicherweise ist auch das der Raum, wo Rifkalle ist. Auch das ist natürlich möglich. Tanze, ja, genau. Naja, wenn es so ist, dann ist es so. Sie sagte im Osten. Nee, hier haben wir nur wieder Geister. Oh yeah. Und zwar Plagen. Mhm. Na gut, dann geh mal gegen die Plage. Und du machst dann einmal die gute, geisterhafte, trübe gegen Barek. Mal sehen, ob die anderen beiden auch gleich kommen. Scheinen nicht gleich zu kommen. Dann können wir das locker hier durchziehen. Und du greifst von der Seite an mit einmal Fehlen. So, Rarorf-Stachel ist durchgezogen. Dann kommt das noch. Na los, komm. Okay. Ja, die nächsten kommen, Gott sei Dank, direkt nacheinander. Ist ja herrlich. Wobei unser Eis... Ah, jetzt können wir mit Feuer agieren. Na, das passt doch. Ist doch wunderbar. Da müssen wir allerdings näher rangehen. Passt auf, wir machen unsere Feuerschlange von hier. Die ist am wirksamsten. Sehr schön. Dann ein Blitzfeuer. Sehr schön. Und dann nochmal der Feuerball hinterher. Okay, prima. So, die Geister sind nun wirklich kein Problem mehr. Was finden wir noch? Nur ein Schutztrank. Die Tränke, die wir derzeit gar nicht benötigen. Was ist eigentlich hier oben? Ach, schaut mal, das ist ja noch ein Bereich, den wir aktivieren können. Und zwar aus der Ferne. Das könnte auch vielleicht der... Quatsch. Hier können wir sogar schon hochlaufen. Ne, was habe ich jetzt gerade gesehen? Habe ich mich hier irgendwie verguckt? Nee, da, genau. Okay, ich habe mich verguckt, aber nur so halb. Der Kristall in dieser Leuchtsäule reagiert nicht auf Fackelschlüssel von diesen Altmauern. Ja, aber wir haben ja auch Fackelschlüssel von anderen. Das heißt, das bleibt hier noch ein Geheimnis. Auch hier müssen wir dann wohl nochmal zurückkehren. Übrigens genauso wie in die anderen Altmauern, wenn ich das richtig sehe. So, dann bleibt jetzt nur noch diese Tür. Und da haben wir schlaflose Personen. Und eine Elien. Okay, da geht's weiter. Da ist noch eine Tür. Hier können wir irgendwas aktivieren. Ich spreche erstmal die an. Sing uns in den Schlaf, unser allerliebstes Schlaflied. Den können wir nicht ansprechen. Na gut. Was ist denn mit dieser Elien? Noch jemand? Du siehst aber so erholt aus. Der leere Gesichtsausdruck der ruhigen Frau ändert sich zu einem qualvollen Lächeln. Du wirst dich im Lauf der Zeit daran gewöhnen. Sie starrt dich schweigend mit aufgerissenen Augen an. Was tust du hier? Hörst du den Ruf nicht? Wir suchen nach Rifkralle. Ihr Blick sinkt zu Boden. Sie möchte aber nicht gefunden werden. Was kannst du mir über Lexem sagen? Lexem, Lexem, stammt dieser Name aus einem alten Traum? Tut mir leid, das wusste ich früher mal, aber jetzt ist alles so weit weg. Und Rifkralle? Sie hat uns das angetan. Ihre ruhige Aussage ist frei von Anschuldigung oder Verurteilung. Sind wir des Ruhmes wegen gerufen worden? Sollen wir getötet werden? Wir wollen nur antworten. Vielleicht können wir dann Schlaf finden. Okay, die
wartet hier auch auf Riffkralle oder sucht. Wir gucken mal in diese. Eisendolch kennen wir schon. Dass das keine Verbesserung ist, wissen wir. Was ist hier drin? Leichte Lederhandschuhe. Kurzer Vergleich. Tatsächlich besser als die Handschuhe eines Schicksalsbinders. Ihm hatten wir die schweren schon gegeben. Die sind identisch. Okay, da haben wir für Valdur noch eine Verbesserung. Komisch. Dass er noch so eine schwachen Handschuhe hat. Das ist doch gut. Okay, also hier können wir natürlich vermutlich rein. Das können wir öffnen. Ich gucke aber nochmal in diesen kleinen Nebenraum, was sich hier ergibt. Okay, da ist noch eine Tür. Boah. Okay, hier können... Die kann man auch irgendwie öffnen. Eine Falle befindet sich hier. Und jetzt kommen wir irgendwie wieder an der anderen Seite raus. Die nächste Falle. Das war knapp. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Noch eine Falle. Muss ich mir ganz kurz mal anschauen. Jetzt sind wir hier in so einem oberen Bereich. Achso, das ist genau die andere Seite, wo wir vorhin das aktivieren wollten. Aha. Okay, aber da bleibt es dabei, dass wir das noch nicht tun können mit den uns vorhandenen, uns gegebenen Schlüsseln. Interessant. Gut, also der Raum ist dann erst später zugänglich. Wir sehen, da sind Geister drin und irgendwas Besonderes kann man da finden. Was finden wir hier in den Schränken? Nichts. Es pausiert aber, als würden irgendwo Geister kommen. Mondstein und ein Sternenhiebstab. Was ist das denn? Schießt drei Projektile mit erhöhter Reichweite ab, die keinen kritischen Treffer landen können. Kern war berüchtigt dafür, sich seinen Jüngern gegenüber sehr unnahbar zu verhalten. Manche sagen, er habe die Erdhexen weniger unterrichtet als der Gilde, vielmehr gnädig gestattet, ihn und sein Werk zu studieren. Der kolossale Archont begünstigte jedoch einige seiner Lehrlinge, darunter auch Ragnall, eine außergewöhnlich kluge Frau, die ihn in den Bergen des Nordens aufsuchte. Ragnall fertigte Sternenhieb aus dem Holz einer Kiefer, die aus dem Felsvorsprung wuchs, auf dem sie dem Archonten des Steins erstmals begegnet war. Der Stab ist mit der Stärke einer Lawine versehen und schleudert eine Welle energiegetränkter Steine auf jeden, der seinen Besitzer bedroht. Interessant. Ist das eine Verbesserung? Hat eine erhöhte Reichweite, macht aber weniger Standardschaden. Aber wartet mal. Ist das denn schon mit eingeschlossen, dass da drei Projektile rauskommen? Ist das schon mitberechnet? Gucken wir uns das kurz mal an. Also wir haben Schaden 13 Säure hier. 6,56. Der macht... null Schaden. Aber hier steht 4,69, also irgendeinen Schaden muss er ja machen. Also macht ehrlich gesagt jetzt nicht den Eindruck, als wäre das Ding besser als unser Stab der Atrophie. Blöderweise hatte ich ja mal irgendwie einen besonderen Stab herstellen lassen, den ich total vergesslich an einen fahrenden Händler verkauft habe, den ich irgendwie vielleicht nochmal wieder treffe. Aber das hat mich sehr, sehr geärgert, denn wir können den nicht mal zurückkaufen. Ja, also es macht nicht den Eindruck, als wäre der Stab eine Verbesserung. Den können wir in die Truhe packen. Den werde ich nicht nutzen. Ja, gut. Es sieht ganz so aus, als würde es jetzt hier, als würde das der Weg sein, um jetzt zur Riffkralle zu kommen.
Dafür spricht auch, dass jetzt hier die davor warten. Möglicherweise wissen sie, dass Riffkrall hinter dieser Tür ist. Insofern ist das natürlich der nächste Schritt, den wir unternehmen werden. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.